Ich will eine Blonde und Deutsche mit blauen Augen. Digga, also wollt ihr jetzt in den Kommentaren eine Dating-Funktion aufmachen? Wir regieren zwar auf First Dates, aber wir suchen nicht unsere Dates in den Kommentaren aus, Leute. Also bitte lasst uns die Kommentarfunktion Dating-freie Zone bleiben, liebe Freunde. Das war's mit der konstruktiven Kritik. Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Denn heute gibt's wieder ein Date. Ein First Date, liebe Freunde. Emma hat mir geschrieben. Emma, heute gucken wir uns das Date an, was du uns vorgeschlagen hast. Also ich hoffe, es ist spannend für dich, Emma. Falls ihr mir Dates schicken wollt, ihr könnt gerne hier in die Kommentare schreiben. Sehe ich auch immer wieder. Aber gerade auf Instagram bekomme ich das mit. Und bitte denkt dran, das Datum zu schicken, wann das Date hochgeladen wurde und die Namen der zwei Personen, die daten. Dann finde ich das Date auch. Weil manche schicken mir nur so Staffeln und so und ich sehe nirgendwo Staffeleinordnungen. Bla bla bla. Let's go, liebe Freunde. RTL Plus Link ist in der Beschreibung. Instagram Link auch in der Beschreibung. Instagram Name hier eingeblendet. Hauptkanal auch in der Beschreibung, alles in der Beschreibung. Wir gehen rein ins Video, let's go. Oh, ich liebe diesen Song. Ich bin... hohe Anforderungen habe. Es sind einige Werte, die sind mir einfach extrem wichtig und meistens hat es dann nicht gepasst oder nicht alles gepasst und dann, ja, sag ich immer ganz oder gar nicht. Celine. Auszubildende zur Krankenschwester. Hi, Celine. Schön, dass du da bist. Freuen wir uns. You and me, it will be only you and me. Hi. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Celine. Hallo. Hallo. Gut, dass du hier bist, weil unsere Service-MitarbeiterInnen tanzen schon. Ja. Wir haben wenig Arbeit gerade. Sehr schön. Ich würde schon sagen, dass ich liebevoll bin und hilfsbereit. Und ich bin auch sehr humorvoll. Ist mir auch sehr wichtig, dass man auch lachen kann. Ich finde am allerwichtigsten in einer Beziehung, wenn man gar nicht lachen kann. Also wenn die Beziehung komplett ernst ist, dann ist es erst eine richtige Beziehung. Und das könnt ihr euch hinter die Ohren schreiben. Wenn ihr mit eurem Partner lacht, verlasst ihn. Red Flag. Leute, geht nicht. Ich sag's euch, wie es ist. Da braucht ihr auch keinen Dating-Coach für. Wenn ihr miteinander lacht, gemeinsam lacht, pff, cringe. Ist sogar cringe, sag ehrlich, ist cringe. Was hättest du gern für einen Mann? Einen sehr liebevollen Mann, ja, der das Herz am rechten Fleck hat und ja, einfach sehr fürsorglich ist, hilfsbereit. Ich habe mich hier beworben mit meinem Tinder-Match sozusagen zusammen, da wir uns über Tinder kennengelernt haben und dann schnell gemerkt haben, es harmoniert gut. Timmy heißt er. Ja. Ja? Ja, genau. Geh mal ran. Ja. Hä? Also weiß sie, dass sie jetzt ihren Tinder-Match datet oder was? Ich check's nicht. Hallo. Hallo. Weißt du schon, dass er Timmy heißt? Ja, weiß ich schon, weil wir uns sozusagen schon kennen über WhatsApp. Ach. Hä? Genau. Du weißt, wer kommt? Ja, er heißt Timmy. Er ist 25 Jahre alt geworden diesen Sommer. Du hast ihn noch nie gesehen, du hast ihn also gesehen, also Bild, du weißt, Bilder, wie er aussieht. Ja, aber jetzt noch nicht telefoniert oder sonstiges, ja. Und wie oft oder wie lange schreibt ihr euch schon? Seit jetzt circa 6 Wochen. Was? Dann gibt's ja gar nichts mehr zu erzählen bei dem Date. 6 Wochen dieses intensive Schreiben. Ja, okay, nichts zu erzählen, Quatsch. Aber ihr wisst, wie ich meine. Die kennen sich ja jetzt schon. Diese Standardfragen wird's ja gar nicht geben. Okay, lassen uns mal drauf ein. Liebe Freunde, ich kann auch jetzt abbrechen, wenn ihr wollt. Das war's mit diesem Video. Haut rein, liebe Freunde. Sag mir, ob du schläfst oder ist es schon zu spät? Ja. Pack mir ein Uber. Intensiv ist es schon ein intensives Schreiben, ja, wo man sagt so, oh, yippie, er hat wieder geschrieben und... Schon, ja. Ja? Ja, ich gucke schon auf das Handy, okay, ob eine Nachricht drauf ist. Ja. Spannend. Süß. Mich hat begeistert an ihm sein Humor. Das war das Erste, was mir aufgefallen ist. Habt ihr schon so... auch Videotelefonie gemacht? Okay. Noch gar nicht. Mm-mm. Also du weißt gar nicht, wie... Seine Stimme kennst du auch nicht? Sprachaudios haben wir gemacht. Ah, das ja. 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 Okay. Ja, und trotzdem steigen beide auf einer anderen Ebene ein. Ne? Also die meisten sind, wie heißt du, woher kommst du? Mhm. Das wisst ihr ja schon alles voneinander. Ja, das Druck heißt, ist aber nicht kleiner.
Nee, auf keinen Fall. Dann lassen wir die Katze oder besser Timmy endlich mal aus dem Sack. Er ist ja süß. Ich heul ja. Ich weiß jetzt schon, seine Stimme wird mein Herz umarmen. Ich sag's euch jetzt schon mit Ansage. Hallo? Ich bin Timmy. Ich hab's gesagt. Es war so eine leichte Umarmung einfach. Ich würde mich beschreiben als sehr ruhiger Typ, sehr aufgeschlossen, sehr ehrlich und direkt und nimmt das Leben nicht ganz so ernst, weil es schon ernst genug ist. Oh mein Gott, Alter. Okay, heute wird so eine süße Folge, liebe Freunde. Stellt euch schon mal drauf ein, ne? Macht schon mal ein paar Kerzen an und so. Heute wird ein bisschen diese Romantik. Die werden auf jeden Fall auf ein Side-State gehen. Das steht schon fest. Ich erwarte viel irgendwie jetzt. Ihr Name ist Celine. Ich glaube, wenn wir uns jetzt das erste Mal sehen, werden wir beide lachen, denke ich. Dass es dann doch noch geklappt hat. Und einfach einen schönen Abend haben zusammen. Wie süß sie sich freut, ihre Augen strahlen, Digga. Sie ist Max verliebt. Hallo Roland, hi. Sein Kribbeln ist auf jeden Fall schon da. Und das muss natürlich jetzt, sage ich mal, also live vor Ort bestätigt werden irgendwie. Ich würde gleich durchgehen, wenn es okay ist. Ja, jetzt hast du nichts von Stress, oder? Ihr kennt euch ja schon. Habt ihr gerade noch WhatsApp-Nachrichten geschickt? Ich habe mein Handy nicht dabei. Geh ran. Dankeschön. Hallo. Hallo. Guten Tag. Schön, Dankeschön. Dass es mal geklappt hat. Ja, hallo. Hallo. Hey. Ja, dann. Aufgeregt ist man doch noch, gell? Ja. Wie süß, aber eine sehr, sehr zurückhaltende Umarmung dafür, dass sie schon 6 Wochen miteinander schreiben. Ich hätte jetzt schon diesen Zungenkuss erwartet auf locker. Was man halt so Leuten gibt, mit denen man 6 Wochen schreibt, halt einen lockeren Zungenkuss. Mich hat es sehr überrascht, dass er die Rosen mitgebracht hat, da ich das mal irgendwann erwähnt hatte. Und hat es mich sehr gefreut, dass er dran gedacht hat. Ja, Celine war wirklich eine tolle Erscheinung, so wie ich es mir auch vorgestellt habe. Ja, sogar übertroffen natürlich. Ist alles gut? Ja, also die Aufregung. Aufregung? Ja. Aber man merkt es nicht so doll, aber. Ein bisschen. Bist du gar nicht aufgeregt? Doch schon. Ja. Er erinnert mich ein bisschen an Genghis von Ape Crime. Kennt ihr Genghis? Wer Genghis kennt, der hatte die gleiche Kindheit wie ich. Und wer Genghis nicht kennt, hier ein kleiner Ausschnitt von Genghis. Das war Comedy, die haben es revolutioniert, Freunde. Ah. Wow, Alter. Sieht sehr gut aus, Felix. Dankeschön, danke. Ja, danke. An der Bar war es erstmal ein bisschen zurückhaltend, weil man nicht so wusste, was fragt man jetzt. Wie verhält man sich jetzt so richtig? Überrascht hat mich erstmal, dass sie auch so aufgeregt war. Hätte ich ja eher nicht so vom Typen nicht so gedacht. Das Zubereiten der Drinks hat um einiges länger gedauert, als ich dachte. Deshalb würde ich euch direkt zu Tisch begleiten und wir servieren die Drinks dann am Tisch. Perfektion braucht seine Zeit. Okay, alles klar. Das Restaurant ist leer, ne? Noch nichts los. Ordentlich seid ihr. Ja, natürlich. Gefällt mir. Und lass mal Anschluss. Ja. Gut, dann auf unser erstes Stage sozusagen. Ja. Ich kann das Gas gar nicht anheben, weil ich so sehr zitter. Echt? Ja. Ich warte noch einen Moment. Ich frage mich, ob Sie sich so beide so vorgestellt haben. Das Ding ist, die haben voll die Eier, Mann. Stellt euch mal vor, ihr lernt Tinder-Date kennen, ihr schreibt, ihr findet euch offensichtlich gut. Sorry, Leute, ich wollte euch meine Stirn nicht so präsentieren. Das war jetzt schon fast unverschämt. Ihr schreibt, ihr findet euch offensichtlich gut, ne? Dann schreibt ihr und sagt, lass unser erstes Date bei First Date haben. Was hat das denn für Balls mit Kameras und alles? Das ist, hä? Ich find's krass. Natura, es war schon ein sehr zaghaftes Hallo sagen. Ja, aber Nick, Sie sind sowas von zurückhaltend und sowas von aufgeregt und beide so schüchterne Menschen. Ja, ich meine,
Was hast du denn da jetzt erwartet? Die können den einen und den anderen mega gut finden. Mhm. Und die würden sich nicht, Vollgas umarmen. Das stimmt auch wieder. Ich glaube, da brodelt ganz viel gerade in den beiden. Da brodelt super viel. Aber das nach außen zu tragen, ist einfach unmöglich. Das sind zwei ganz junge Pflänzchen, ja. Ja, was ich auch noch mal ansprechen wollte, ist deine letzte Beziehung. Du hast ja gesagt, du hattest zwei Beziehungen gehabt. Genau, also meine längste Beziehung ging fast 2 Jahre. Mhm. Ich habe das dann auch damals beendet, weil es einfach für mich nicht mehr gepasst hat und ich einfach nicht mehr glücklich war. Wie hast du gemerkt, dass du unglücklich warst in der Beziehung? Also das Einfachste für mich, um das zu verstehen, war, dass wenn es hieß, dass wir mal wieder was machen wollen, wenn wir mal wieder Zeit haben voneinander und ich schon gemerkt habe, eigentlich habe ich da nicht mehr so Lust drauf und habe auch keine Lust, da Initiative mitzubringen. Und das ist natürlich schon eher traurig eigentlich und deswegen. Ja. Ist nur fair, das dann zu beenden. Ich sag euch ehrlich, kurz Private Talk, relativ ähnlicher Punkt bei mir mit einer der letzten Beziehungen, dass ich extrem gemerkt habe, wenn man sich verabredet hat für Abend zum Beispiel, weil ich tagsüber immer sehr gerne wie ein normaler Mensch arbeite, bis in den Abend rein. Und dann ist das ganz oft so unter der Woche, wenn man mit mir in einer Beziehung ist, als Beispiel, ist es unter der Woche sehr viel so, dass ich erst ab 20, 21 Uhr verfügbar bin, so richtig. Und dann, wenn man sich so verabredet, dies, das, jenes, das habe ich bei meiner letzten Beziehung, ich will jetzt nicht letzte, also einer der letzten Beziehungen, auch extrem gemerkt, dass ich umso näher dieser Verabredungszeitpunkt kam, ich schlechtere Laune bekommen habe, weil ich mehr Lust hatte, weiterzuarbeiten, als zu chillen oder so, wisst ihr, wie ich meine? Und das war für mich auch eine riesen Red Flag. Also ich bin, was das angeht, eine riesen Red Flag. Dass das halt, dass mir da Arbeit so einen hohen Stellenwert in dem Fall bei mir hat und einnimmt. Das ist eine riesen Red Flag bei mir, sage ich euch, wie es ist, liebe Freunde. Ja, das stimmt. Genau, wenn wir schon mal bei dem Thema sind, was ist dir denn eigentlich wichtig so an deinem Partner? Also jetzt Eigenschaften direkt eigentlich das Wichtigste, dass er humorvoll ist. Das ist mir sehr wichtig. Ja, aber auch liebevoll, so diese Hilfsbereitschaft, ja, dieses Herzliche einfach, diese ja, das stimmt. Nächstenliebe einfach. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Das Date bis jetzt war total toll. Wir hatten tolle Gespräche. Uns haben die Worte gefehlt, würde ich sagen, am Anfang. Aber ansonsten war es trotzdem. Ich glaube, das ist normal in so einer Situation und deswegen war es trotzdem top. Ich sag euch ehrlich, es ist halt ein bisschen random, dass die sich jetzt so Sachen fragen wie mäßig, ja, du hattest ja schon Beziehungen, hast mir ja schon gesagt, aber ich möchte es jetzt nochmal wissen. So, ich weiß nicht warum, aber ich finde es super weird, dass sie dieses Date jetzt bei First Dates haben, ihr erstes Date. Es ist ja kein Blind Date mehr, weil die wissen, was auf sich zukommt. Keine Ahnung, ich finde es irgendwie eine random Situation. Habe ich vor uns gar nicht zurückgefragt, was ist dir wichtig an der Partnerin? Was mich auch interessiert, äußerlich. Also, wie ist das? Bin ich da vollkommen dein Fall? Oder? Tatsächlich muss eine Frau für mich Ausstrahlung haben. Ja. Ich finde das immer schwierig zu bemessen an irgendeinem Kriterium mit blauen Augen oder irgendwie sowas. Also eine Frau muss ein Auftreten haben, ein Lächeln. Finde ich, das macht eine Frau aus. Mhm. Bruder, er muss ihr jetzt ein Kompliment machen. Das war die Steilvorlage dafür. Sie hat gesagt, ja, bin ich denn überhaupt äußerlich auch dein Type? Es muss jetzt ein Kompliment kommen, sonst hat er maximal reingeschissen. Wenn jetzt nicht irgendwie was ein Kompliment angedockt kommt. Und ich finde, das erfüllt zu sehr. Oh, das war so leicht zu sagen. Ja. Ja! Gut gemacht! Ja! Das hat mich sehr gefreut, das Kompliment. Also ich habe es als Kompliment aufgefasst. Weil das natürlich, finde ich, ein schöneres Kompliment ist, als wenn man sagt, du bist hübsch, als wenn man sagt, du hast eine tolle Ausstrahlung. Wie sieht's aus mit Familienplanung für dich? Wie ist da so deine Einstellung? Na, ohne Frau wird's schwierig. Ja. Also an sich will ich auf jeden Fall Kinder haben. Ich möchte auf jeden Fall heiraten. Mhm. Ne?
Okay. Das ist sehr gut, weil ich hatte ja schon mal erwähnt, dass ich mir schon Kinder wünsche in Zukunft. Ja, natürlich erst mit beendeter Ausbildung etc. Ich dachte, sie sagt, sie wünscht sich jetzt Kinder, Digga. Okay, jeder wie er mag, ne? Aber der Trend liegt ja jetzt irgendwie immer weiter hinten, ne? Also es gibt immer weniger junge Mädels, die sagen, ich möchte früh schwanger werden. A.k.a. Alina Moore. A.k.a. Yassi. Manche Leute haben gerade gar nichts gecheckt. Das ist Alina Moore. Das ist eine Influencerin, sie ist schwanger. Und das ist Yassi. Das ist eine Influencerin, die war mit 15 schwanger. Und da habe ich noch andere Videos gemacht. Für alle, die gerade auf dem Schlauch stehen. Unsere Mütter teilweise, aber auch vor allem unsere Omas, Opas, haben ja noch sehr oft sehr jung Kinder bekommen. Und dieser Trend geht gerade immer weiter nach hinten, weil junge Leute gerne ein Auslandsjahr machen nach der Schule und dieses, man settelt sich direkt, man arbeitet und man will Haus, Garten, Kind. Das wird immer weniger Trend, weil die Möglichkeiten, Dinge zu tun, immer größer werden. Man will Social Media Star werden, man will die Welt bereisen, man will nach Australien, man will dies, man will das, man will jenes und selbstständig sein und hier und da und jenes. Und immer weniger ist dieses Standard Arbeiten, Familie, Kinder, Hunde, Garten, Haus, das wird immer weniger. Und das war halt damals schon stärker, ne? Oder was sagt ihr? Was sagt ihr, woran liegt das, dass unsere Generation, ja, dass sich das alles so ein bisschen nach hinten schiebt? Das würde mich mal interessieren. Ja. Aber mir wäre es eben auch sehr wichtig, weil ich immer schon so den kleinen Traum habe, eine große Familie zu gründen. Dass das eben da. Fußballmannschaft? Ja, so eine kleine Fußballmannschaft. Okay, nicht schlecht. Ja, da hätte ich jetzt auch nichts gegen. Ist schwierig zu beschreiben, wie meine Gefühle jetzt sind. Ich würde eher sagen, dass sie irgendwo bestätigt wurden, so wie man sich das vorgestellt hat. Von mehr würde ich jetzt so noch nicht reden. Das zeigt die Zukunft. Es wäre so cringe, wenn einer sagt, er will kein zweites Date. Ich würde mich kaputt lachen, ne? Ey, das wäre so witzig. Die sagen so, ja, lass unser erstes Date im Fernsehen haben, nach 6 Wochen schreiben und dann kommt er oder sie kommt dann einfach. Das wäre krank. Zwei. So ja. Schnell kann es gehen. Ja. Ich komme schon mit der Box. Ja. Ich komme einfach gleich nochmal, okay? Okay. Okay. Ja. Ich würde dich gerne einladen. Dankeschön. Aber wir können uns auch wirklich gerne teilen. Nee, ich würde dich wirklich gerne einladen. Okay. Ja. Ja, vielen Dank. Also mein Dad war auf jeden Fall schon so, wie ich es mir vorgestellt habe. Also war sehr angenehm. Natürlich war es alles sehr angespannt, denke ich mal. Es war extrem angespannt. Sorry, dass ich das jetzt einmal so sage. So klar, 2 schüchterne Menschen. Aber 6 Wochen miteinander schreiben, das sind 1,5 Monate. Und ich gehe schon davon aus, dass die jeden Tag so miteinander geschrieben. Wenn ich 1,5 Monate mit jemandem schreibe, Digga, dann sind wir schon fast verlobt. Wenn ich diese Zeit aufbringe, dann ist es, dann habe ich schon, ich liebe dich gesagt. So gefühlt. Wisst ihr, was ich meine? Deshalb, ich finde es krass, dass sie die Entscheidung getroffen haben, zu First Dates zu gehen. Aber dann trotzdem beide so aufgeregt waren, dass es halt so angespannt wirkt. Das ist ja auch eine Überwindung, zu First Dates zu gehen. Aber die haben ja den Step gemacht. Die sind ja dort. Checkt ihr? In meinem Kopf passen 2-3 Dinge nicht zusammen. Dann müsst ihr jetzt auch ablegen. Dann müsst ihr jetzt auch präsent sein. Dann müsst ihr euch jetzt auch in den Arme nehmen. Müssen die natürlich nichts, aber ihr wisst, was ich meine, oder? Durch die Situation hier oder durch die Aufregung. Ach so, trotzdem sehr, sehr angenehm. Sehr schön. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt. Ich habe es mir genauso vorgestellt, wie es auch letztendlich war. Also ich bin schon mit der Erwartung rein, dass man sich gut versteht, dass man schöne Gespräche hat. Ja, und so war es letztendlich auch. So. Meine Rose. Die Rose, ich bitte, genau. Das ist so eine, die geht so nach Hause und die friert diese Rose ein oder macht so, dass die für immer ready bleibt, wisst ihr? Es gibt auch so Methoden. Ich glaube mit Haarspray oder so, ne? Auf jeden Fall gibt es so Wege. Und ich glaube, sie ist so. Sie behält sich das auf als schöne Erinnerung. Bin richtig neugierig, ja, wie die nächste WhatsApp-Nachricht aussieht. Ja, danke. Ich bin ich auch gespannt. Tschüss. Ja, tschüss, danke. War schön, ja, dass ihr euch hier getroffen habt. Ja, schön für die Möglichkeit. Auf jeden Fall. Ja. Sehr gerne. Vielen Dank. Oh, danke. Tschüss. Viel Glück. Danke. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Schönen Abend noch. Tschüss. Es wird doch hoffentlich ein zweites Date geben, oder?
ich möchte auf jeden Fall ein zweites Date. Einfach um das Ganze zu vertiefen. Wie verliebt, wie süß verliebt er sie angeschaut hat. Gerade, da hat man richtig gesehen, dass da mehr ist. Die beiden, die sind präsent. Die sind präsent, aber es soll alles nicht vor der Kamera passieren. Vertraut mir, Leute. Das muss alles... Shut down the windows und dann geht's los. Was wir jetzt angeschnitten haben und ja. Ich würde auch gerne ein zweites Date haben wollen, um einfach, wie ich schon gesagt habe, tiefer in die Gespräche reinzugehen. In die Themen. Gut, okay, dann wollen wir Köln halt noch unsicher machen. Machen wir. Okay, ja. Gut, dann tschüss. Die haben nur darauf gewartet, dieses Studio zu verlassen zu können. Ich sag euch ehrlich, dieses Köln unsicher machen, die haben vorher schon geschrieben. Ja, lass dann direkt noch eine Nacht verlängern und so. Lass dann noch unser Ding machen und so. First Dates nehmen wir halt mit und so, wegen leckerem Essen, ein bisschen Aufmerksamkeit, dies, das. Aber die haben das Ding geplant. Die sind zusammen, 100 pro. Ach, wartet mal, das sehen wir doch jetzt noch. Eileen und Timmy sieht es sehr gut aus. Sie treffen sich oft, gehen ins Kino und essen zusammen. Ob daraus was wird, wissen sie noch nicht. Die Daumen sind gedrückt. Ja, das ist schon längst was geworden, Mann. Labert mich nicht dicht. Das ist schon längst was geworden. 100 pro. 100 pro. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die nicht jetzt irgendwie ein Pärchen sind. Egal. Ist denen ihre Sache, liebe Freunde. Wir werden es vielleicht nie erfahren. Auf jeden Fall war es das mit diesem Video. Aber morgen 14 Uhr kommt hier auf diesem Video, auf diesem Kanal, ein neues Video für euch online. First Dates. Deshalb abonniert gerne, falls ihr es noch nicht getan habt. Ich kann es nicht oft genug sagen, liebe Freunde. Ein Abo, das ihr mir schenkt, ist komplett kostenlos für euch. Kostet euch gar nichts und zeigt mir, dass ihr das, was ich mache, feiert und ja. Und wir steuern Richtung 1 Million, ne? Einer von 80 Millionen. So, wir haben 0 Uhr 56. Ich mache jetzt alle Lichter aus, lade dieses Video hoch, damit Dennis das kaputt schneiden kann und freue mich, euch morgen wieder zu sehen. Bis dahin, haut rein. Ciao. Sag mir, ob du schläfst oder ist es schon zu spät, ja. Pack mir ein Uber und ich mach mich auf den Weg, ja. Kenn uns erst eine Woche, perfekt Match aus meiner Gegend. Kasperstraße 4 hat mich schon so an dich gewöhnt.